zusammen. Schon lange nichts mehr von uns gehört, ne? Aber es ist mal wieder soweit. Unser Liebchen ist jetzt 9 Monate alt und wir machen hier einen Trainingsfilm. Wir haben nämlich festgestellt, dass wenn unser Liebchen abends, lieber natürlich Liebchen, ne? Abends raus muss, Pipi machen muss, höre ich die eigentlich schlecht. Weil, ne, sie soll dann die Wohnung machen. Und wenn ich dann im Bett liege, dann die kratzt dann immer so ein bisschen an der Scheibe, an der Balkontür und dann höre ich das relativ, aber wenn ich mal nicht höre, das würde natürlich daneben gehen. Da haben wir uns dann überlegt, was macht man dann? Bin ich auf die Idee gekommen, ich habe so ein Glöckchen, die habe ich am Weihnachtsbaum gesehen von meiner Frau, ne? Dann habe ich gesagt, ach, dann machst du dir so ein Bändchen dahin, ne? Häng das an die Tür und wenn sie klingelt, das höre ich besser und dann stehe ich auf, mache die Tür auf. Wollte ich auch tun, aber dann ist mir eingefallen, unser Liebchen frisst alles. Die wird selbst Platten, Fliesen, Bäume, Blätter, alles, was irgendwo hängt. Dann habe ich mir gedacht, wenn die das mampft und hat jetzt im Bauch so 2 Glöckchen, ist schon blöd, wenn sie da rumrennt und wie so ein, ne, Nikolaus unterwegs ist. Hab ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich ein schönes Bierchen getrunken mit meinem Nachbarn, was wir öfters mal machen. Ne? Und dann habe ich ihm das erzählt, meine Idee, und dann hat er gemeint, warum gehst du nicht hin und bestellst dir einfach eine Klingel mit einem Drücker, Bimmel dahin und der Hund soll lernen zu klingeln, wenn er raus will. Aber nur zu klingeln. Da habe ich gedacht, coole Sache, ne? Machen wir das doch. Also Klingel bestellt, das Ding gleich weggeräumt, aufgebaut. Jetzt dem Hund erstmal beibringen, wie funktioniert es, dass er mit der Nase dahin geht, klingelt und ich dann aufstehe und ein bisschen überlegt hin und her. Also dann haben wir das erstmal getestet, also die sind jetzt ungefähr 1,5, 2 Wochen her und ich zeige euch mal, wie ich das probiert habe und passt mal auf, ist echt interessant gewesen. Bis gleich. So, also, ich habe mir dann was ein, das ist die Klingel, ich zeige euch mal die Klingel. Also der Klingelknopf, ne, das ist der Klingelknopf, den habe ich in die Höhe gemacht, weil das so die Nasenhöhe von dir ist, ne? Also, ne, da muss sie dann dran gehen, weil hier hat sie immer dran gekratzt. Und es hat sich dann so angehört, ne, das hat, dann haben wir dann die Tür aufgemacht, dass es rausgeht. Okay, die Klingel ist da oben, die haben wir da oben hingestellt. Mitkommen. Mal das hier ein bisschen wegmachen. Hier oben ist Klingelchen, ne? Sieht man ja da oben. Die kann man in alle verschiedenen Dings einstellen, genau, in alles, alle verschiedenen Klingeltönen, aber einen einfachen Ton, dass der Hund belohnt wird durchs Klingeln. So, gut. Also, ne, jetzt sitzt sie dann hier und wartet schon, aber wie gesagt, ich muss sagen, sie kann ja auch schon ein bisschen was. Ganz lieb sein und so. Und dann habe ich dann das verbunden. Ich habe dann gesagt, okay, wie mache ich das? Ich muss das ja erstmal mit dem Wort ihr beibringen und später muss ich das von alleine. Also habe ich das Wort dann Stups genannt. Also mit der Nase Stups. Wenn ich jetzt, die kann es natürlich jetzt schon relativ gut. Wenn ich jetzt ganz narrig, nee, runter. Wenn ich jetzt hier sage, lieber Stups, Stups. Ja, super. Hier, komm her. Super. Also ihr seht, na, das ist natürlich schon jetzt schon die Oberklasse. Vorher hat sie das mit der Kralle ein bisschen gemacht. Und dann, wie gesagt, habe ich dann überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir das nochmal. Stups. Ja, super, super, super. Dann habe ich mir gedacht, naja, wir müssen jetzt mal gucken. Es muss ja von weiter weg gehen. Ich kann halt immer hinzeigen. Also bin ich Schritt für Schritt ein bisschen weggegangen. Komm her, Liebchen. Sieht's. Ja, dann wird es auch belohnt dann schön. Nicht fürs Springen, das war halt falsch, ne? Und jetzt Stups. Lieber Stups. Ja, super, du bist ja heute toll. Ja, und dann sind wir natürlich noch weiter weg. Das müssen wir auch machen. Komm, mein Baby. Was siehst du? Lieber Stups. Lieber Stups. Nee, das ist schon ein bisschen schwerer. Stups. Stups. Nein, Stups. Ja, super, super, Maus. Ja, und so haben wir das jetzt gemacht. Und dann, wie ihr seht, das funktioniert. Und jetzt musste das natürlich auch irgendwann mal alleine bringen. Dann war das Problem, weil sie hat dann, jetzt dürft ihr nicht lachen, die hat Schelleglocke gemacht. Ne? Die ist dann alle so, ist dann hin, weil sie wollte ja was fressen. Die wollte, dass die Tür aufgeht, die wollte fressen. Also hat sie Schelleglocke gemacht und ich habe gesagt, Alter, jetzt macht der Hund Schelleglocke, ne? Das geht ja nicht. Also habe ich das dann wieder verknüpft, komm mit. Das war dann so nach 4, 5 Tagen, ne? Haben wir dann gesagt, lieber Stups. Und dann ging die Tür auf. So. Dann haben wir es wieder zugemacht. Lieber Stups.
Ja, super. Und dann ging die Tür auf. So, und dann haben wir das dann wieder 3-4 Tage los so geübt und dann die Schelle-Kluppe wurde dann weniger, weil sie hat gemerkt, es geht eigentlich um die Tür auf. Ne? So wie das hier. Jetzt machen wir das Schelle-Kluppe. Schlimm. Nee. Weil sie jetzt wieder Futter kriegt, machen wir Platz. Machen wir zwischendrin die Birne freimachen. Nein, Platz. Platz. So, ich fein. Sitz. Gib 5. Ja, fein. Das sind nicht 5, das sind 10. Also, dann sind wir hingegangen. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen anstrengend. Dann haben wir, so, ja, ob das tierfreundlich so nennt, aber wir haben sie dann wirklich sitzen lassen. Sie musste Pippi kratzt am Fenster, weil das hat sie mit, ne, das hat sie dann halt mit Klingeln. Keine Schelle mehr. Sag mal, Lutz, gar nicht, was ist los? Ne? Dann haben wir die Tür nur aufgemacht, egal wie die Blase gedrückt hat, wenn sie da dran geht. Und ihr. Das stimmt, damit habe ich was gesagt. Aber sie weiß jetzt halt, ne? Komm, dann auf nochmal. Komm, zeig es den allen nochmal. Ja, jetzt, ne? Auf. Sehr schön, jetzt geht die Tür auf. Bla, 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 bla. Sie kann es auf jeden Fall fertig. LFX wird immer getrennt. Ausschlusspunkt. Also, und jetzt ist es wirklich so weit. Das werden wir euch noch im Anschluss zeigen. Wir haben das einmal schon mal aufgenommen, dass es geht. Und, das, wenn ich noch ein paar Mal hinkriege, ist es so weit, dass sie jetzt wirklich, wenn sie raus will und muss, also Pipi oder Kacken oder was, klingelt sie. Dann machen wir die Tür auf, dann lassen wir sie raus. Und jetzt für den Sommer machen wir das noch so. Nein, es wird nicht mehr geklingelt. Nein. Oh, komm her. Und dann machen wir das so im Sommer, dass, weil wir haben ja ein Mückenfenster, dass die Mücken nicht reinkommen, kriegt die draußen noch eine Klingel hin. Aber im anderen Ton, der eine macht dann Bibeli Bip, wenn sie rein will und da, wenn sie raus will. Unfassbar. Aber der Hund ist genial. Jetzt, wenn er mir natürlich noch einkaufen geht und schmiert mir das Brot morgen, was will ich mehr? Also wir lassen uns was einfallen. Ich hoffe, das gefällt euch. Und viele haben es nicht geglaubt, deswegen musste ich jetzt einen Film machen. Naja, da seht ihr das, Liebchen. Liebchen, steh mal. Mama, steh. Komm auf. Zeig mal schön deine Beine hinten. Weil jeder schimpft, als hättest du Gummistiefel an. Komm her. Seht ihr das hier hinten? Die hat Gummistiefel. Achtung. Das sind doch keine Gummistiefel, oder? Nein, die ist doch schön. Schön, gell? Ja, das machst du ganz fein. Na. Also dann. See you later, Alligator. Das war Liebchen und das war ich. Mal gucken, was wir uns noch einfallen lassen für die Maus. Ciao, ciao. Und was passiert?